Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Hartz Weser Adventure. Heute geht es mal wieder ums Thema Kochen und wenn ihr Lust habt, dann seid dabei. Ich stelle euch heute den Robens Titan Gaskocher vor, in Kombination mit einer ganz normalen standardmäßigen Gaskartusche und hoffe euch ein wenig Anregung geben zu können, was Vor- und Nachteile von diesem Kocher sind, denn den habe ich jetzt bereits ein paar Monate in Benutzung. Viel Spaß beim Zuschauen! Ja, der Robens Ultralight Titan Gaskocher wird in einem solchen Säckchen geliefert. Dieses Beutelchen kann man ganz einfach öffnen, da ist er dann drin. Und da sehen wir dann auch schon, dass dieser Kocher extremst klein ist im Packmaß. Ihr seht es hier, sehr, sehr klein, sehr, sehr kurz. Hat aber eine unglaubliche Leistung von, ich glaube, 2800 oder 3000 Watt. Ich blende das jetzt mal unten ein, die Abmaße, das Gewicht des Kochers und den Preis sowie die Leistung. Ja, und das ist mein allererster Gaskocher gewesen, den ich mir geholt habe, Ultralight. Liegt im Netz so um die 40 bis 45 Euro. Ja, und hat hier diesen Einstellregler, ziemlich klein gehalten, und hier die Topfauflagen, die man hier so hochklappen kann. Ja, und dann wird dieser Kocher ganz einfach auf eine Gaskartusche aufgeschraubt. Ganz simpel. Ganz, ganz einfach. Gaskartusche öffnen. Ganz einfach draufschrauben. Vorher den Regler komplett auf Minus schrauben. Aufschrauben. Topfauflagen hoch, schön fest aufschrauben, einmal kurz einen Gastest machen, funktioniert, ja, und dann probieren wir den mal aus und machen einen Kochtest mit 500 Millilitern Wasser im Titanbecher, so wie alle anderen Kochtests auch abgelaufen sind, um ein bisschen Vergleich zu haben, und ich hoffe, dass der Kocher unter 3 Minuten bleibt, dann lohnt er sich. Ja. Vorteile eines Gaskochers im Vergleich zu anderen Kochern. Gas ist relativ sicher in der Handhabung, wenn alle möglichen Dichtungen, die da verbaut sind, ich zeige gleich eine, beachtet sind und kein Gas austritt, dann ist es ziemlich sicher in der Benutzung. Es ist schnell, es ist effizient und es kostet recht wenig. So eine Gaskartusche hält in der täglichen Benutzung für eine Person ja, 2 Wochen, wenn man pro Tag eine Mahlzeit zubereitet. 1 Liter Wasser wird die schon so ihre 2 Wochen halten, so eine kleine 230 Gramm Gaskartusche. Mindestens eine Woche auf jeden Fall. Und für 4 Euro, 5 Euro ist es schon recht günstig. Klar, der Gaskocher kostet dann ein bisschen mehr und je nachdem, welches Modell man nimmt, liegt man bei zwischen 20 und 50 Euro. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Alternative zu vielen möglichen Kochen. Anwendungen, sei es jetzt Holz oder Esbit oder Alkoholbrennpaste oder Spirituskocher, den Trangia. Es ist schon recht sicher in der Handhabung. Fällt das Ding mal um, ja, dann stellt man es wieder auf und das geht dann doch recht schnell und ist vergleichsweise sicher. Der Boden brennt nicht an, weil man hat genug Abstand zum Boden hier mit der Gaskartusche. Also doch recht sicher in der Benutzung und ja, vor allen Dingen effizient. Ja, wir werden 500 Milliliter Kochtest machen. Viel mehr gibt es zu dem Brenner nicht zu sagen. Ich zeige gleich, was ein kleiner Nachteil des Brenners ist. Da habe ich bereits den Hersteller angeschrieben und warte auf eine Antwort-E-Mail und dann werde ich auch ein Update unten in die Videobeschreibung tun. Aber das kommen wir, da kommen wir zum Schluss zu. Jetzt funktioniert er ja und dann kochen wir mal. 1 Liter Wasser. Und 500 Milliliter sind über. Deckel auf den Topf. Anzünden tut ihr den Gaskocher entweder mit einem Feuerstahl, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut, oder ich mache das jetzt ganz einfach mal mit dem Streichhölzchen.
leicht aufdrehen, nicht komplett, ganz einfach, dass ein bisschen Gas zischt, das hört man. Rüberhalten und der Gasbrenner ist an. Geht wirklich einfach, super schnell. Jetzt kann man hier ein bisschen mehr Gas geben. Jetzt drehen wir es mal auf. Das ist eine krasse Hitzeentwicklung. Und ich stelle jetzt den Topf einfach drauf. So, die Lautstärkeentwicklung ist natürlich ein bisschen krasser als bei allen anderen Kochern, weil das Gas hier natürlich mit hohem Druck rausströmt. Ja, nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei 2 Minuten 52 und schauen mal, ob das Wasser bereits kocht. Und das Wasser kocht. 2 Minuten 52, sagen wir mal 3 Minuten. Und für 3 Minuten ist das schon echt eine gute Zeit. Ich mache den Kocher aus. Ja, das Wasser kocht sehr schnell, es ist sehr effektiv und es ist praktisch auf eine Tour mitzunehmen, weil es ein wirklich kleines Setup ist und vom Gewicht her nicht so groß ist. Mit so einer Gaskartusche kommt man echt locker eine Woche hin, wenn man zweimal am Tag kocht. Und ihr habt gesehen, 3 Minuten ist jetzt keine wirklich lange Zeit für einen Kocher. Um genau zu sein, sogar die schnellste Zeit. Ja. Daten habe ich euch bereits eingeblendet. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Kauflink, wo ihr euch den Koffer kaufen könnt. Zu dem Koffer sei noch gesagt, wenn ihr den jetzt genutzt habt, müsst ihr den erstmal abkühlen lassen, weil der ist wirklich sehr, sehr warm. Der wird hier unten auch echt warm nach längerer Benutzung, wobei jetzt aktuell geht es. Ich kann hier anfassen, könnt ihr den jetzt abschrauben. Ja, was ist noch zu sagen? Das ist jetzt ein Kocher von Robens. Robens hat mehrere Kocher im Angebot, das ist jetzt der Ultralight Titangaskocher. Dieser Ultralight Titangaskocher, wenn ihr euch den mal anschaut, da seht ihr den mal in Nahaufnahme und dieser Ultralight Gaskocher sieht genauso aus wie von Eifel Outdoor Equipment, IOE. Und welchen gab es noch? Es gibt noch einen China-Kocher von dem hier, der sieht identisch aus. Genauso, wiegt auch genauso viel Gramm, der von Eifel Outdoor Equipment wiegt auch exakt das gleiche, sieht auch exakt so aus, hat halt nur ein anderes Logo drauf. Ja, wenn ihr mich fragt, die kommen alle aus der gleichen Schmiede, würde ich jetzt sagen, weil die alle gleich aussehen, haben nur ein anderes Logo drauf. Wenn ihr da von Eifel Outdoor Equipment zum Beispiel einen bekommen würdet, der viel günstiger ist als der jetzt von Robens, könnt ihr auch den von Eifel Outdoor Equipment kaufen. Die sind alle baugleich. Ja, das war der Kochtest hier zu diesem Titangaskocher. Den habe ich jetzt ein paar Monate in Benutzung und mir ist ein bisschen was aufgefallen. Zum einen hier unten diese Dichtung. Die Dichtung sieht jetzt nach ein paar Monaten Benutzung schon echt nicht mehr geil aus, rissig und bröckelig. Liegt vermutlich daran, dass dieser Kocher so kurz ist und dadurch die Hitze hier unten viel, viel stärker ist als bei längeren Kochern. Da habe ich jetzt den Hersteller mal angeschrieben, beziehungsweise einen Händler, der mit dem Hersteller Kontakt hat. Ich warte jetzt also auf eine E-Mail-Benachrichtigung. Wenn ich die bis nächste Woche nicht bekomme, werde ich dort einfach mal direkt anrufen und bei Robens nachfragen, ob es Möglichkeiten gibt, diese Dichtung nachzubestellen. Denn das wäre ja wirklich schade, 45 Euro für einen Gaskocher auszugeben, der nach ein paar Monaten dann die Dichtung hinüber ist. Man benötigt einen neuen Gaskocher. Nee, Leute, das geht nicht. Das muss funktionieren. Ja. Weiteres, was mir aufgefallen ist hier an diesen Topfauflagen, ja, die sehen halt ein bisschen benutzt aus, ist aber nicht so weiter schlimm, die funktionieren noch. Was gut ist, ist diese Scharniere hier, die funktionieren noch sehr leichtgängig. Da hakt ein bisschen was ab und zu, aber das sind kleine Feinheiten, aber im Groben und Ganzen funktioniert der noch. Auch die Einstellung hier ist noch einwandfrei, da kann man sich auch nicht beschweren, die funktioniert noch auch super. Und wenn man sich den so anschaut, der tut echt sein Ding. Das ist schon ein guter Kocher. Ich zeige euch mal die Dichtung in der Nahaufnahme. So.
Und wenn ich das fokussiert bekomme, dann seht ihr, da drin ist diese Dichtung. Und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen reinmache, dann seht ihr hier unten, dass es so ein bisschen rissig geworden ist in der Dichtung. Und das ist wirklich ärgerlich. Das ärgert mich echt ein bisschen. Da muss ich auf jeden Fall mal nachfragen. So, wenn euch das Video gefallen hat und ihr weitere Informationen zum Kocher braucht, dann schreibt mir unten in die Videokommentare was rein. Sonst gibt es nichts weiter von mir. Ich werde jetzt das Setup umbauen und ein weiteres Video drehen zu einem neuen Gaskocher, den ich mir geholt habe. Und wünsche euch noch viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Macht's gut!